21.30 Uhr und 42 Sekunden. Also ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie den Film gesehen haben von unserem Käfer, nun morgen mit Ihrem Wagen nicht versuchen, diese Kabriolen nachzumachen. Das könnte irgendwann doch mal ins Auge gehen. So, vor dem Spielfilm habe ich ja noch ein kleines Spielchen für Sie parat gehabt, um zwei Karten für die Löwenverleihung zu verteilen. Und die richtige Antwort nach kam von vielen Zuschauern, aber nur einer kann gewinnen. Und zwar am Telefon müsste sein die Roswitha Rohleder Schmidt. Hallihallo? Ja? Roswitha? Ja? Wie geht es Ihnen? Ja, super. Sie freuen sich drüber, ja? Ja, irre. Ist doch toll, weil ich weiß, es ist so schwer, an Karten zu kommen für die Löwenverleihung. Und wir beim Hallo RTL Club haben natürlich immer noch so ein paar in Reserve. Und ich freue mich für Sie. Also Sie stehen auf der Musik, auf der Veranstaltung, ja? Ja, das finde ich klasse. Ich freue mich sehr für Sie aus Velbert. Wo ist das überhaupt, Velbert? Velbert zwischen Düsseldorf und Essen. Ist ja gar nicht so weit weg da, ne? Nö. Wunderbar. Also, die Karten gehen demnächst bei Ihnen ein. Ja. Und weiterhin viel Spaß bei RTL Plus und natürlich auch bei RTL, ne? Mhm. Tschüsschen. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Und der zweite Preis, unser Clubpreis, liebe Zuschauer, der geht an die Marie-Louise Krutwig aus Köln. Also, schöne Grüße hier gleich um die Ecke nach Köln. Und der Clubpreis ist da drüben. Da haben wir alles. Drei Bücher. Also, was wollen Sie noch mehr haben, ne? Ja, komm. Entspannen. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. In 5 Tagen das Rauchen aufgeben, also ist ganz einfach, dann noch Zeit bis am Donnerstag aufgrund des Buches. Ein bisschen Musik ist dabei, unser RTL-Taschenrechner mit Schreibstiften dabei, unsere Magnetkugelschreiber mit einer Uhr, unser Koffer, also ein bisschen was für jedermann als kleines Dankeschön heute Abend, dass Sie dabei waren bei unserem Programm. So, und wenn Sie noch Lust und Laune haben, liebe Zuschauer, dann schreiben Sie uns eine Postkarte an. Hallo RTL, Kennwort, ich will. Das Ganze in 5000 Köln 40. Oder wenn Sie jetzt noch mal ein Wort wechseln wollen mit unseren sympathischen Mädels am Telefon, nichts einfacher als das. Rufen Sie einfach an 052 41 80 23 80. Da können Sie sofort sagen, ich will mitmachen bei Hallo RTL. Ich würde mich darüber freuen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, pardon, wir sind ja wieder mal live drauf, das spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Ist gar kein Problem, wir bauen ein bisschen um. Ich lasse es ganz einfach mal so stehen. Wir kommen natürlich zuerst jetzt erstmal auf unser anderes Thema, liebe Zuschauer. Und zwar, Sie kennen das Problem der aktuellen Zeit. Man ärgert sich über die Energieprobleme. Die einen sagen, mein Gott, wir müssen auf die Atomenergie festsetzen. Andere sagen, ist zu gefährlich. Andere sagen, mein Gott, irgendwann das Öl wird auch knapp. Es gibt eine andere Möglichkeit, liebe Zuschauer. Und zwar, ich zeige Ihnen mal ganz kurz ein Bild hier als kleines Modell. Da drüben fliegt ein Flugzeug. Und zwar nicht mit einer Batterie. Ganz einfach mit Solarenergie. Und wir haben natürlich keine Sonne hier im Studio, wir haben dafür ein spezielles Licht und das funktioniert tatsächlich. Und was so klein und harmlos als Spiel ausschaut, liebe Zuschauer, das könnte irgendwann einmal unser tägliches Leben bestimmen. Nämlich dann, wenn Autos davon betrieben werden, andere Fortbewegungsmittel und das Ganze relativ ungefährlich. Nur man muss halt noch ein paar Mark in die Forschung investieren. Es gibt allerdings auch schon Häuser. Die sind umgestellt worden auf Solarenergie. Und in einem derartigen Solarhaus haben wir uns umgeschaut. Schauen Sie mal zu. Im Solarhaus Dülmen, wo wir mit Hilfe von Solarzellen elektrischen Strom gewinnen. Das passiert über das Sonnenlicht ohne drehenden Teile. Eins von diesen Solarmodulen können wir hier sehen. Auf dem Dach befinden sich 33 davon. Wir erzeugen also 660 Watt elektrische Energie. Das bedeutet, dass wir eine Jahresausbeute von 660 Kilowattstunden haben. Der Strom, der durch die Solarzellen hergestellt wird, wird in den Batterien zwischengespeichert. Herzstück der gesamten Anlage ist ein Laderegler, der bewirkt, dass die Batterie nicht überladen wird oder unterladen wird. Wir befinden uns hier in der Werkstatt des Solarhauses. Das Besondere ist, dass wir solartechnische Geräte mit Hilfe der zuvor gewonnenen Energie herstellen. Er heißt Profi-Solarlader und dieses Gerät kann 4 Nickel-Cadmium-Akkus aufnehmen, der Größe Mignon, Baby und Mono. Ein Nickel-Cadmium-Akku zum Beispiel würde 1000 Trockenbatterien entsprechen. Wenn man heutzutage 1000 Trockenbatterien entsorgen muss, dann entsteht eine größere Umweltbelastung als bei einem Nickel-Cadmium-Akku. Hier sehen wir einen Prototyp eines Solarmobils, den wir 1984 mal gebaut haben. Er war damals für die Tour de Sol in der Schweiz bestimmt. Mittlerweile findet dort jedes Jahr ein Solarrennen statt.
die Entwicklung zu diesen Solarfahrzeugen ist jetzt so weit fortgeschritten, sodass man bereits Solarmobile heute kaufen kann. Vor circa einem halben Jahr hat die Hamburger Umweltbehörde 100 Solaranlagen bezuschusst, und zwar jeweils mit 35%. Und das waren Solaranlagen, die bestanden aus zwei Solarmodulen, a 40 Watt, einem Laderegler und einer Vata-Solarbatterie. Die Solaranlage war eben dazu gedacht, um den Leuten, die nun unabhängig vom Netz sich aufhalten, zum Beispiel in den Schrebergärten, dass man denen jetzt die neue Technologie verbilligt zur Verfügung stellt. Die Leute können also mit zwei Solarmodulen, dem Laderegler und der Batterie, nun kostenlosen Strom einfangen, um nun am Wochenende ihr kleines Haus zu beleuchten, ihren Kühlschrank zu betreiben oder vielleicht mal am Wochenende per Fernseher die Sportschau sich ansehen. Zuschauer, und wenn Sie noch Fragen haben oder mehr Informationen haben möchten zum Thema Solarzellen, Sie schreiben ganz einfach an Solaris, das Ganze in 2000 Hamburg 20. Und da gibt es diese Broschüre hier, kostet 12,50 Mark, glaube ich, aber es steht eine Menge drin und eine Menge neuer Entdeckungen. Sollte man sich eigentlich mal auf jeden Fall antun. So, und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast vorstellen des heutigen Abends, und zwar ist das eine Dame namens Kathi Kaaf. Habe ich das korrekt ausgesprochen? Ja, richtig. Kathi mit langem A. Und zwar ist die Kathi bei uns Redakteurin, nicht? Richtig. Für die Sendung? Das Bild als Botschaft. Das Bild als Botschaft. Um mal ein paar Worte dazu, einfach mal um den Hintergrund auch mal darzustellen. Welche Botschaften oder welche Botschaft soll denn diese Sendung eigentlich vermitteln? Also zunächst einmal ist es natürlich ein kleiner Stolperstein im Dauerlauf des Programms bei RTL Plus. Mhm. Soll ein Ruhepunkt sein. Die Idee dazu war, passend zum jeweiligen Sonntagsevangelium ein Meisterwerk der Kunst auszusuchen und über dieses Bild das Wort des Evangeliums anschaulich zu machen. Und nach welchen Kriterien suchen Sie jetzt diese Bilder aus, Kathi? Also sie müssen natürlich einigermaßen gegenständlich sein. Mhm. Man muss noch erkennen können, welche Dinge dargestellt sind. Ja. Ansonsten reicht das Spektrum von den frühen Evangelienbüchern bis zur zeitgenössischen Kunst, die oft eben sehr provozierend sein kann, zum Beispiel das Bild eines Emil Scheibe. Ja. Und wie wird man eine Redakteurin für eine derartige Sendung? Sind Sie von Beruf her Journalistin? Ich bin Journalistin, ja. Und dann in diese Ecke hineingekommen? Die katholische Kirche wollte mich für die Aufgabe haben. Mhm. Die evangelische Kirche hat zugestimmt und RTL Plus hatte auch nichts dagegen. Wunderbar. Heute haben wir die 50. Sendung. Um welches Bild dreht es sich heute? Um ein nicht typisches, nämlich um ein sehr weltliches Bild. Mhm. Es ist das Schlaraffenland von Peter Bruegel, passend zum Erntedankfest des heutigen Tages. So, und das war auch gleichzeitig die Ansage für die Sendung heute. Dankeschön, Kathi. Einen Bauernmaler hat man ihn oft genannt, den niederländischen Maler Peter Bruegel, den Älteren. Doch da hatte man immer nur die Bilder vor Augen, auf denen er so liebevoll ländliches Leben dargestellt hat. Eigentlich aber war er ein Moralist, einer, der seinen Zeitgenossen einen Spiegel vorhielt, in seinen Bildern ihre Schwächen darstellte, ein wenig spöttisch und doch auch voller Freundlichkeit. Das Schlaraffenland, 1567 entstanden, gehört zu diesen Bildern, mit denen Bruegel Zeitkritik üben wollte. Gegen Völlerei, gegen Faulheit, gegen Selbstsucht, die seiner Meinung nach so viele Menschen erfasst hatten. Dabei waren es doch unruhige, wirre Zeiten, in denen das Bild entstand. Religionskriege, Spannungen zwischen den verschiedenen sozialen Schichten. Die Kindersterblichkeit war hoch, das Durchschnittsalter im 16. Jahrhundert 35 Jahre. Aber mitten in dieser Zeit scheint es Menschen zu geben, die das alles kalt lässt.